Im Juni 2017 brachte Beyoncé ihre Zwillinge Sir und Rumi zur Welt. In einem ganz offenen und ehrlichen Interview in der September-Ausgabe der US-Zeitschrift Vogue thematisiert sie zum ersten Mal, wie schwierig nicht nur die Geburt selbst, sondern auch die Zeit davor und danach war. Ich wog 99 Kilo an dem Tag, als ich Rumi und Sir zur Welt brachte. Mein Körper war wegen einer Schwangerschaftsvergiftung geschwollen und ich befand mich seit über einem Monat in Bettruhe. Meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Babys waren in Gefahr, deshalb hatte ich einen Notfall-Kaiserschnitt. Wir haben mehrere Wochen auf der Intensivstation verbracht. Letztendlich ging alles gut und ihre Zwillinge waren und sind wohlauf. Doch die 36-Jährige befand sich im Überlebensmodus. Ihr Ehemann Jay-Z war in dieser Zeit eine unglaubliche Unterstützung für sie. Nach dem Kaiserschnitt ließ sie alles erstmal langsam angehen und brauchte Zeit, um wieder zu sich selbst zu finden. Sie war geduldig mit sich selbst und ihrem Körper. Sie sagt weiter: Bis heute sind meine Arme, Schultern, Brüste und Hüften praller. Ich habe ein kleines Mami-Bäuchlein und ich stresse mich nicht, das wegzukriegen. Ich finde, es ist echt. Authentische und mutige Worte einer echten Powerfrau, mit denen sich sicher viele Schwangere und Mütter identifizieren können und die ihnen Mut machen.